Cargo Cab. Kombinierter Verkehr im Ballungsraum. Eine Autobahn im größten Ballungsraum Deutschlands. Stellvertretend für alle Megacities und Ballungsräume dieser Welt. Wer hier unterwegs ist, muss mit erheblichen und unvorhersehbaren Verspätungen rechnen. Kilometerlange Staus gehören genauso zum täglichen Bild wie Baustellen, gesundheitsgefährdende Abgase, Feinstaub, Lärm und Unfälle. Nicht nur Pendler und Anwohner leiden unter diesem Zustand, auch der Gütertransport wird zunehmend beeinträchtigt. In den Straßen von Paris geht es zum Beispiel mit nur 7 Stundenkilometern voran. Und zwar jeden Tag. Die direkten Folgen von Staus und Verspätungen kosten allein die deutsche Wirtschaft schon heute 120 Milliarden Euro jährlich. Tendenz steigend. Das Verkehrsaufkommen hat sich in den letzten Jahren sehr sprunghaft entwickelt. Wir haben einen starken Zuwachs, eine hohe Wachstumsrate beim Straßengüterverkehr. Und alle Faktoren, die den Verkehr letztlich determinieren, sind so ausgerichtet, dass wir sagen können, in Zukunft wird sich dieser Wachstumsprozess weiter fortsetzen. Verglichen mit 2010 wird sich der innerdeutsche Transport von Gütern bis 2025 um 79% erhöhen. Der Bau neuer Autobahnen hilft da nicht weiter. In Ballungsräumen und Megacities hat die derzeitige Transportstruktur fatale Folgen, da sämtliche Güter auf der Straße bis in die Stadtzentren gebracht werden müssen. Die Cargo Cab GmbH und Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum wollen dem täglichen Verkehrschaos und den Anforderungen des Gesundheits- und Klimaschutzes mit einem neuen Konzept entgegentreten. Der Verlegung des Gütertransports in unterirdische Rohrleitungen. Ohne leistungsfähige Transport- und Logistikdienstleistungen kann unsere moderne arbeitsteilige Wirtschaft nicht funktionieren. Insbesondere in den urbanen Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet in Deutschland oder den Megacities dieser Welt kann die traditionell gewachsene Verkehrsinfrastruktur die steigenden und veränderten Anforderungen an die Verkehrsleistung nicht mehr erfüllen. Neue Lösungen sind deshalb dringend erforderlich. Cargo Cab ist ein neues Transportsystem, um Güter in Ballungsräumen automatisiert durch unterirdische Fahrrohrleitungen zu befördern. Und das schnell, zuverlässig, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Da Cargo Cab weitgehend den öffentlichen Straßenraum nutzt, sind keine langwierigen Genehmigungsverfahren zu erwarten. Cargo Cab soll möglichst kompatibel zu allen bestehenden Logistiksystemen sein. Deshalb haben wir die Europalette, einen genormten Ladungsträger, gewählt, der weltweit überall im Einsatz ist und sich bewährt hat. Tatsächlich zeigen Studien, dass ca. 80% aller transportierten Stückgüter auf Europaletten befördert werden. Ein Rohrdurchmesser von gerade mal 2 Metern ist somit ausreichend. Rohrleitungen dieser Größenordnung lassen sich problemlos unterhalb der anderen Versorgungsleitungen im öffentlichen Straßenraum unterbringen. Die Verlegung der Fahrrohrleitungen im Untergrund erfolgt mit Hilfe einer Methode, die sich beim Bau von Kanälen seit langem bewährt hat. Der unterirdische Rohrvortrieb ist umweltschonend, denn er vermeidet Schäden an angrenzenden Bauwerken, Bäumen, Bewuchs und Leitungen. Die Anwohner, der Verkehr sowie das Grundwasser werden nicht beeinträchtigt. Beim Rohrvortrieb werden von einem Startschacht aus Rohre durch den Baugrund bis zu einem Zielschacht gepresst. An der Spitze des Vortriebs sorgt dabei eine steuerbare Schildmaschine für den kontinuierlichen Abbau des Erdreichs. Zwischenpressstationen entlasten die Rohre und sorgen für eine maximale Vortriebslänge von ca. 2 Kilometer mit nur einem Startschacht. Der aktuelle Entwicklungsstand dieser Bauverfahrenstechnik macht es möglich, die Cargo Cab Fahrrohrleitungen umweltfreundlich und ohne Inanspruchnahme oberirdischer Flächen zu verlegen und darüber hinaus noch wirtschaftlich und schnell. In der auf diese Weise gebauten Rohrstrecke fahren die aerodynamisch optimierten Cabs autonom und vollautomatisch auf Schienen durch das unterirdische Fahrrohrleitungsnetz, beladen mit jeweils 2 Europaletten.
Das Antriebskonzept von CargoCab besteht in Standard-Elektromotoren, regelbaren Elektromotoren, die heute auch überall im Einsatz sind. Dadurch erreichen wir eine konstante Fahrgeschwindigkeit von 36 Stundenkilometern. Die Energieübertragung zu diesen Elektromotoren ist berührungsfrei und damit wartungsfrei und verschleißfrei. In stärker befahrenen Abschnitten des Streckennetzes schließen sich mehrere Cabs zu Verbänden zusammen und fahren abstandsgeregelt im Windschatten, um Energie zu sparen. Erneuerbare Energien ermöglichen außerdem einen CO2-freien Betrieb. Alle beweglichen Elemente sind auf den Cabs installiert, so auch das Weichenmodul, mit dessen Hilfe das Fahrzeug seinen Weg im Fahrrohrleitungsnetz selbst wählt. Die Anlieferung der Paletten kann sowohl unterirdisch als auch oberirdisch erfolgen. Die entsprechenden Stationen werden dort platziert, wo auch bisher der Umschlag zwischen den herkömmlichen Verkehrsträgern stattfindet. Das sind beispielsweise strategisch positionierte Güterverteilzentren oder Orte, an denen die Waren benötigt werden. In den Stationen werden die Paletten mit Hilfe von Horizontal- und Vertikalförderern auf die gewünschte Verteilebene gebracht und anschließend an die Zielorte in der unmittelbaren Umgebung konventionell verteilt. Der Güterumschlag kann weiterhin mitten in den Innenstädten an der Rampe großer Warenhäuser oder auch punktgenau am Fließband einer Fabrik erfolgen. Mit CargoCab steht uns ein flexibles, frei skalierbares und sicheres Transportsystem zur Verfügung, welches das Bedürfnis von Mensch und Natur nach einem gesunden Lebensumfeld mit nachhaltigem Schutz vor Lärm und Schadstoffen erfüllt. Darüber hinaus trägt es zu einer erheblichen Entlastung der bestehenden Logistiksysteme bei und dies noch energiesparend und umweltfreundlich. CargoCab greift insbesondere dort, wo konventionelle Systeme an ihre Grenzen stoßen und steigert durch sein innovatives Netzwerk die Attraktivität und Effektivität der traditionellen Logistik. In Ballungsräumen entsteht eine neue Form des kombinierten Verkehrs. Und zwar nicht auf Basis des Containers, sondern mit der viel kleineren Europalette. CargoCab, der grüne Gütertransport der Zukunft.